schon alleine da, aber... Kein Plan, nichts sollen. Man sollte auf jeden Fall 2-3% haben. Das ist eine Einheit. Naja. Reicht dann durch, wenn du genug Schaden machst, aber erstmal Schaden machen, wie das ist. Ihr kommt zu spät. Wir werden alle sterben. Ich brauche mehr Zeit. Will weiter Akkorn auf euch dort hin. Von daher geht's mir nur um einfach mal drücken. Wenn man es nie drückt, ist ja dem. Cooldowns sind zum Drücken da. Ja eben, in WoW drückt man die auch nie und denkt immer, oh gleich, lieber gleich. Shredder-Maschine. Ihr denkt wohl, dass wir... Ah! Das ist ein Ereignis, kein Wunder. Ich dachte gerade, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Auch nicht. What? Where bist du denn? What in the butt? Wo in den Po? Mhm. Chocolate Rain! Na, es sind eines der assigsten Monster ever. Wenn ihr einen Lulatsch in den Boden rammt. Oh, ich liebe meinen Skill, wenn ich eingefroren werde. Eure Tapferkeit im... Ui, nice. Boah, nochmal. Das so geil. Gut. Das sieht aus wie ein Smiley, das Ding auf der Karte gerade. Aha. Ja. Danken! Usen pusten! Treasure? Na, ja, kriegt ihr auch alleine. Nein, bei mir ist ja für dich gar nichts, nur Gold. Und weißer Krupp. Zwei gelbe Items, bei mir war der übelst geil. Bei mir war zwei blaue. Zwei gelbe und Amethysten und weiß ich nicht was. Da waren nur... Amethysten hatte ich auch ganz viele. Ich hab alles mitnehmen Rucksack können. Der war ja nur ein gelbes Item. Oh. Ich hatte das Socke könnte gut sein, Brust für mich, nein. Doch der Ursprung dieser großen, mächtigen Krieger liegt weitestgehend im Dunkeln. Die Legende besagt, das geht noch nicht, dass sie Nachkommen von Bulkatos sind, einem Urahnen, der ihre Ideale von Stärke, Tapferkeit und Mut verkörperte. Hm. Ich müsste gleich mal verkaufen. Mache ich jetzt auch. Ihr könnt schon mal weitermachen. Oh, warte mal. Da möchte ich ja nochmal. Henry rennt einfach weg. Hm? Was war denn da? Ja, hier spawnen riesige Monsterwelle. Wo wir rausgehen, er rennt einfach weg. Ein paar kleine Gümmelmonster. Die wir alle schon getötet haben.
Gümmelmonster! Massaker bekommen sie. So, ich bin kurz weg. Nur geht hier hinten weiter. Ballwacker, hier Brücke. Denken hier. Wind nimmt man anschmeißen noch nebenbei. Jump. Große Musik. Dan. Warum bin ich so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich? Was denn, höre ich gerne. Lass mich zurück. Es ist zu fröhlich, war ich nie. Warte, warte. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Die Schweizer mögen uns nicht. Scheiße. Wird wieder gelesen, wie die uns nicht mögen. Weißt du, wie schön das für die ist? No. Ist das so Latte? Ja. So, Leute. Wir dürfen den Trebuchet dürfen wir nicht vergessen. Das Trebuchet. Trebuchet am Arsch, ey. Das ist eine französische Worte, glaube ich. Ich brauche mehr Zeit. Das erinnert mich immer sehr an Akt 5. Ja. Es gibt doch aber nur viel. Nein! Oh, ich bin gespannt, was sie dieses jetzt so BlizzCon zu Elon hier ankündigen davon. Unter Wasser. Was? Schwimmend. Unter Wasser. Schwimmend. Am Arsch. Mit dauerhaften in der Luft, Atem. Musst immer auftauchen ab und zu. Vashir 2.0. Onyxia kommt zurück. Ja, Onyxia kommt nach Diablo. Ja, ist halt bei mir immer die Frage, wie weit sie jetzt mit diesem ganzen, wir bei PvP nach und verbessern das Spiel auch dazu gekommen sind, was Gescheites fürs Addon zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Die waren jetzt nur dabei, das Spiel hier zu fixen, sodass es. Ja, und du hast gesehen, was sie für PvP los gemacht haben. Hey, du darfst dich angreifen da vorne und jetzt fertig. Ja, aber im Großen und Ganzen gefällt mir, was sie bisher so gemacht haben. So. Also, die haben Geist gemacht! Doch, sie haben die legendäre. Oh, sie haben ein bisschen Balance gemacht. Das, was von vornherein sein sollte, geht's ja. Und sie haben einen Beschäftigungstimer reingebaut mit dem. Es war ja klar, dass nicht viel neuer. Eigentlich, gut, das mit PvP ist kacke, aber ansonsten war ja klar, dass sonst nicht groß von denen kommen soll. Das PvP war riesengroß angekündigt. Naja. Hab ich mich riesig drauf gefreut. Ja. Weiß nicht, ich hab in Diablo 2. Einer aus meiner Klasse, der hat sich das extra wegen dem PvP gekauft. Ich hab in Diablo 2 habe ich genau ein Duell gemacht und mein Hexenmeister hat Henriks Ohr immer noch in der Tasche. Ja, aber Diablo 2 sollte es auch nie ein Bestandteil werden. Ich freue mich trotzdem darauf, was sie für Saison ankündigen. Ja klar, das ist PvP. Nur PvP, nichts anderes. Nee. Bin ja gespannt, was hier wird. Also klar, neuer Akt. Neue Klasse. Neue Klasse. Und natürlich auch wieder halt sowas Neues wie Mount. Halt. Ne, sowas, was in Dings kam, da Synergien kamen damals, Lord of Destruction, Runenwörter und so Scheiß und sowas in der Richtung halt irgendwie. Naja, oh, das Skillsystem, das müssen sie unbedingt noch weiter vermurksen. Das Skillsystem wird vereinfacht. Was jetzt dauerhaft alle Skills. Nein, das war halt nur ein Beispiel, in welche Richtung es gehen sollte und nicht, dass sie jetzt hier das Skillsystem noch weiter kaputt machen sollen. Das Auktionshaus wird wieder entfernt.
Sie haben Jay schon Wilson gesagt, dass kommt als Endboss. Sie haben ja schon gesagt, dass es angeht, dass sie es schlecht finden, dass es dem Spiel nicht gut getan hat. Aber sie wissen jetzt nicht, angeblich nicht, ob es jetzt mehr Spielern gefällt oder an mehr Spielern missfällt. Und sie wollen nicht etwas entfernen, was der Mehrheit der Spieler gefällt. Ja, es wäre auch so schwer, auf die eigenen Serverdaten zuzugreifen und zu gucken, wie viele Spieler denn jetzt wirklich aufs Auktionshaus zugreifen. Es wäre auch sehr schwer, einmal eine Umfrage oder was weiß ich, eine wirklich lange Umfrage. Keine Ahnung, irgendwas gibt's doch. Ja. Brauchst auch nur 1000 Spieler zu fragen und das ist dann Wissenschaft. Ja, 1000 Spieler, die das Spiel gar nicht haben. Wissenschaftliche Studien werden auch immer nur mit so 1000, 2000 Leute werden befragt und das war's. Naja. Immer wenn ich so eine wissenschaftliche Studie denke, muss ich an diese Sendung denken, da wo sie gesagt haben, wir haben 100 Leute gefragt. Da muss ich bei jeder Studie dran denken. Familienduell. Aber das war hammerlustig. Ja, Mann, ich habe das auch hammer gern geschaut. Also als Unterhaltungssendung einfach super. Also war interessant, nicht zu kitschig und man hat gefunden, was 100 Leute im Durchschnitt so mochten und konnte dann schauen, ob man das auch mochte. Keine Ahnung. Mhm. Was er gesagt hat. Also hier ist noch ein Buch. Hier ist ein Dungeon. Ich schau mal zu Henrik, weil da muss doch irgendwo die letzte sein. Hm. OMG. Lass mal in den Dungeon schauen, oder? Werde ich nicht tun. Seid ihr schon im Dungeon? Jetzt gleich. Er steht direkt neben mir. Seid ihr schon im Dungeon? Oh, vielleicht ist der Ramp-Up da, Lukas. Für den Stab. Ja, ich weiß. Wie ist er nochmal? Kelle, irgendwas mit Echse. C. Ich weiß, das war ja, so eine Echse mit Namen, irgendwas mit C. Das war ein komischer Name. Hendrik kennt ihn gar nicht, oder? Huch. Der war nicht beim Farmen dabei. Es sei denn, er hat unser Video geschaut. Ne, da haben wir es ja nur erzählt, aber da war nicht, da war die Farm nicht dabei. Stimmt. Waren wir auch, glaube ich, zum ersten Mal hier drin bei uns. Die Höhle mussten wir, glaube ich, noch einmal rein. Ja, das kann gut sein. Uiuiuiui. Ich bin überlastet. Boah. Wie blöd. Ich muss mal verkaufen. Lol, mein gelber Gegenstand in dem Haufen. Lol. Ich muss auch bald mal verkaufen. Na, ein bisschen schaffe ich es noch. Ich weiß gar nicht, ob da Level 1 oder Level 2 war. Ich glaube 2 am Ende, oder? Mörser! Das ist aber nicht der. Also der ist es nicht, Seso, der Uralte. Niemand hält mich zurück. Ne, zwei gelbe Items. Toll. Du bist echt der Luckchair, ich krieg dauernd nur blau. Also ich drück dann die Daumen dafür, dass du uns die Magic, die Legendary findest. Dass ich dann nachher den Charakter wechsle und der auch schaffst. Stimmt. Ich bin 2. Eine prächtige Truhe.
das hier könnte was werden. Das ist echt was. Da muss nur noch einen Sockel reinmachen und das ist. Nix. 31 DPS? Nö. Mit dem Sockel hat er 60, 70 Video? Hab ich auch jetzt schon. Ja, und noch, guck dir die Stats an. Ich weiß es nicht. Ah, nur so ein. Akt 3 ist echt voll, der Akt 5 fake. Und den Endboss haben sie auch gleich gemacht wie bei Diablo. Ja, Mann, Alter, warum? Alles dasselbe, selbst Leben gleich, alles hier kämpfen, immer Klickhorn. Das geht noch nicht. Fast dasselbe Spiel. 1:1, kopiert. Scheiß Blizzard, kopiert dir nur ihre eigenen Spiele, ey. Das ist ein Loser. Ein bisschen schon, ne? Wieso? Sag das mal Nintendo. Ja gut. Nintendo lebt davon, dass sie Mario und Zelda kopieren. Oh ja. Was anderes kann. Und weißt du was? Alle lieben es. Nee, ganz bestimmt nicht. Aber alle Fans von den Serien. Nee. Ich bin auch Fan von der Serie und ich hasse es trotzdem. Ich war mal Zelda-Fan. Mittlerweile finde ich es total. Oh, der Unsterbliche. Naja, widerlegt. Ich habe euch auf den Mauern der Bastion besiegt. Ich habe eure Belagerungswacht auf dem Schlachtfeld zerstört. Dann können wir jetzt nach Norden gehen, oder? Nun komme ich zu euch. Wie viele Stunden hat man Mario Kart gespielt? Wie viele Stunden hat man was weiß ich gespielt? Und heutzutage, ja, ist immer noch derselbe Kram, ne? Nein, Mario Kart Wii hast du auch Motorräder. Du bist sprachlos, ne? Du musst dir vorstellen, wie ich, wie Duck Hefferman gerade dieses. Ja. Ja, aber was willst du denn da noch reinbauen? Was willst du an Mario Kart anders machen? Ich hab keine Ahnung, aber es ist in einem Tuning für die Autos. Kondome statt Bananenschalen werfen. Tuning für die Autos! Gibt's doch. Tuning für die Autos. Ja, du kannst da so auch andere Reifen dran packen und so. Ja. Need for Speed-Teil mäßig meine ich, richtig so mit. Ja, das will doch keiner spielen. So rumfahren. Ja, genau. Nein, das war doch eh nur ein Scherz, kein Plan. Obwohl mit offener Weltkarte oder so, das wäre vielleicht echt mal eine Idee. Oh, jetzt habe ich was Gelbes hier gefunden. Nicht genug Wut. Ich brauche mehr Zeit. Und nochmal was Gelbes. Zwei blaue. Ich meine, Mario Kart ist immerhin jedes Mal ein guter Mario Kart Klon. Guck dir mal an, wie viele Mario Kart Klons es gibt, die einfach scheiße sind. Was Gelbes, Lukas. Hammer. Jedes Mal Mario Kart ein gutes Mario Kart war. Wieso habt ihr das auf der 3DS dann verkauft und verschenkt und. Das war gut. Auf der 3DS. Das Spiel an sich war gut, aber auf der 3DS war es kacke. Weil das so weh getan hat, das zu spielen. Ja, das ist die 3DS, das ergonomische Design ist scheiße gewesen. Und. Ich fand das auch vom Gameplay kacke. Nö, weil jedes Mal, wenn ich erster war, kamen mindestens zwei blaue Koopa. Das war schon immer so. Nee, nicht im ersten für 64. Ja, vielleicht in dem einen Teil. Im 64 hast du von vielleicht 100 Rennen, hattest du vielleicht keine Ahnung, 10 Koopa oder wenn überhaupt. Also jedes 10. Game einmal einen Koopa, da hast du in jedem Game mindestens 2. So, ich komme wieder was Neues skillen. Moment. Oh, nice. Wieder was Gelbes. Geschicklichkeit war Alex, ne? Jo.
Danke. Das geht noch nicht. Oh. Aber der andere Ring ist besser, Lukas. Blauer Ring mit plus 2 bis 4 Schaden, mehr Schaden. Als einer als Geschicklichkeit. Geschicklichkeit gibt ja aber auch Crit und Ausweichen. Dungeon. Ach, jetzt werde ich mein erstes Legendary los. Das ist ein trauriger und ein guter Moment. Oh, ein guter Moment, weil das für ein Legendary für Level 5 war, ne? Aber ein nostalgischer Moment. Wisst ihr noch damals, als ich dieses Legendary gefunden habe? Nee. War das auch noch das, was du gefunden hast, oder wie? Ja. Jetzt mit dem Legendary kommt mir fast wie gestern vor. Aber nicht ganz. Ja, Alex, du kriegst nicht ab, du Arsch. Oh. Was? Den Schrein, den er einfach gerade gebrochen hat. Hm. Macht doch eh dreimal mehr Schaden. Alter, das Mantra geht jetzt übelst ab. 24% mehr Schaden dauerhaft auf alle Gegner, die um mich herumstehen. Für uns auch? Ja, klar. Nice. Und wenn ich es drücke, sind es 48%. 3 Sekunden lang. Und was ist, wenn wir es drücken? Ihr könnt es nicht drücken. Doch. Hendrik kann. Ja. Nur du, mein Freund hilft mir hin. Nicht genug Mut. Geschreddert! Was? Geschreddert die Gegner. Alles anschmeißen. Mein Mantra ist an. Alles raushauen. Mantra wieder an. Mehr Wut. Zwei gelbe. Hey, ein gelbes, obwohl ich ihn schon mal getötet habe. Oh, Demon Hunter. Hammer. Nützlich für unsere Gruppe. Hey, was? Vielleicht gar nicht.